Willkommen zurück zu Planet Base. Ja, wir haben beim letzten Mal ja leider unsere Kolonie verloren und wir starten ein neues Spiel. Wieder mal auf Klasse D. Das ist ja nicht der Mars, ist irgendwas. Und ich finde die dunkle Stelle interessant. Da starten wir jetzt einfach mal. Schauen wir mal, ob wir diesmal besser hinkriegen. Also wir haben gelernt beim letzten Mal, dass wir definitiv mehr Nahrung benötigen. Definitiv. Und das werden wir jetzt hoffentlich besser in den Griff bekommen. Da kommen sie. Unsere Leutchen. Und noch unsere zwei Bots. So. Ja, ich würde sagen, dann können wir hier hinten am besten mal anfangen mit Strom. So, dann brauchen wir einen Wasserextractor. Ja, wisst, kennen die ganzen Tipps, das brauchen wir nicht mehr. Und wir brauchen ganz dringend dann einen Luftschleuse, einen Sauerstoffgenerator, den ich eigentlich hier gerne hin hätte. Moment. Das kostet zwar auch Metall, aber damit können wir die Base so erweitern, wie wir das gerne hätten. So. Und dann hätten wir ganz gerne, nicht das, den Sauerstoffgenerator, und zwar hier hin. Und wir hätten ganz gerne eine Luftschleuse. Und die machen wir erstmal, können sie im Notfall ja nochmal ändern, dorthin. So, das sind die ersten Sachen, die wir gerne am Laufen haben. Strom haben wir bereits. Dann fangen wir direkt mal an mit einem Energiekollektor der zweiten Stufe auf jeden Fall. Ja, kann man besser hier hinbauen. So. So. Und dann sind die wichtigsten Sachen im Bau. Und zwar relativ flott. Genau. Die Verbindungsfelder fehlen teilweise noch. Ingenieure könnten auch mal ein bisschen zusammenbauen. Ja, ja, Stromnetz, Strukturen gebaut, mal 4. Das geht jetzt am Anfang noch relativ fix. Noch haben wir alle Materialien, noch haben die Leute nichts anderes zu tun, als die Sachen hin und her zu schleppen. So, dann werden wir warten, bis das fertig ist. So, wir haben neue Bauoptionen normalerweise. Einen Biodom. Und zwar in einer etwas größeren Anordnung als beim letzten Mal. Und zwar in der zweiten Größe. Und ich hoffe, wir machen hier jetzt gerade nicht irgendeinen Scheiß. Und eine Kantine. Die wird unser Herzstück. Und zwar dorthin. So. Und zwei. Warum? Weil das gerade fertig geworden ist. Deswegen muss das sich jetzt erstmal wieder verteilen und alles. Und dann haben wir Sauerstoff und unsere Leute können schon mal reingehen und Sauerstoff tanken. Sehr schön. Noch haben wir genug, nicht mehr lange. Wir brauchen ein Lager. Arbeitsmaterial. Ein Lager ist relativ wichtig. So. Und das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, würde ich sagen, um zu überleben. Energie kommt rein. Der Tag ist bald zu Ende. Ja, ich weiß, das Kolonieschiff kann auseinandergebaut werden. Und wenn das jetzt gleich erstmal fertig ist, dann geht es hier richtig los. Hier können wir vielleicht unsere erste Mine errichten, theoretisch. Rausgesetzt. Können wir nicht. Hier können wir eine Mine errichten, sehe ich gerade.
Machen wir hier die Mine und dann brauchen wir eine Aufbereitungsanlage. Die hätte ich ganz gerne an das Ding in der Mitte angeschlossen. Ja gut, dann werden wir die hier hinsetzen. Und wir brauchen einen Schlafraum. Und dann haben wir so das Wichtigste erstmal. Der kann hier hinten irgendwo hin, weil das ist ja ein Endstück. So. Theoretisch müsste das auch noch gehen, machen wir aber nicht. Vielleicht im Notfall nachher, um hier zu checken, dass die Verbindungen aktiv bleiben. Das Lager wurde gebaut und wir recyceln unseren Schiffchen. Damit haben wir auch noch wieder ein bisschen mehr. Passt also. So, unser Lager ist fertig. Unser Biodom ist fertig, aber der Steg wurde noch nicht gebaut. Und dann fehlt uns noch die Kantine. Und wenn die dann fertig ist, dann... Ja, weil... Biodom. So. Diesmal werden wir auf jeden Fall Tomaten zweimal für schnelles Essen. Einmal können wir schon mal Heilpflanzen reinstellen. Und einmal Pilze. Und zusätzlich brauchen wir noch was mit Stärkehaltigkeit. Machen wir das noch. So, das sollte jetzt erstmal für den Anfang genügen. Und sobald jetzt dann auch der Sauerstoff wieder da ist, dann geht es hier richtig los. Und der verliert gerade Sauerstoff. Ernsthaft? Stellt mir nicht an Sauerstoffmangel. Was sind das für einer? Ein Biologe. Da hinten kommt halt schon das Schlaf. Die Schlafgeschichte. Da wird die Aufbereitung. Ja, sehr schön. Energie ist niedrig, ja, weil wir sind in der Nacht. Und ich merke gerade, dass die Energie wirklich niedrig ist. So, da hinten, das können wir auch noch ausmachen, den Schlafsaal. Das Lager schalten wir mal ab. Und das Ding können wir auch noch. So, dann machen wir mal die Verbindung erstmal, ne? Gut, sieht eigentlich ganz gut aus momentan. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist Energie für die Nacht. Und da würde sich anbieten, dass wir jetzt noch einen Solarmodul für später bauen. Hier wird schon wieder massenweise... Huch, was war das? Energiespeicher ist kritisch. Klar, können wir jetzt anmachen. So. Weil es wird ja eine halbe Nacht, ja, wird jetzt Moment Netz deaktivieren. Und zwar alles, was nicht nötig ist. Fürs Erste. So, das Lager. Und hier haben wir die Kantine. Da werden wir mal einen Mehrfachtisch, damit die was trinken können, und einen Foodprozessor reinsetzen. Zusätzlich werden wir hier einen Videoschirm reinbauen, damit die halt ein bisschen Spaß haben, damit wir direkt auch die glücklich machen können. Sehr gut, der Schlafsaal, da kommen wie immer am Anfang bei mir zwei Betten rein. Mehr brauchen wir momentan nicht. Weil die Aufbereitungsanlage fertig ist. Das auch schon ganz gut aus. Na, dann unsere Vorräte. Ja. Noch haben wir Sauerstoff. Jetzt gleich geht der Sauerstoff zur Neige. Den fehlt bald mal Wasser. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Und jetzt fällt auch gleich der Sauerstoff ab. Strukturen haben keine Energie. Dann würde ich sagen, noch ein mittleres davon. Zwei Metall liegt direkt daneben. Können wir mal dran schaffen, ne?
sollte reichen. Hier wird jetzt die Verbindung gebaut. Wir können eigentlich schon daher, dass das Netz sowieso dann gar keinen Strom hat. Alles mal anschalten. Ich habe keinen Strom. Wie soll ich jetzt Strom kriegen? Obwohl die jetzt gerade den Reststrom scheinbar verbraucht haben. Wo ist denn der Baubot schon wieder hin? Ach, der Bot ist das hier. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Und wir haben ja gelernt, man braucht immer mehr Metall als Biomasse. Deswegen werden wir diesmal zweimal Metall und einmal Biomasse-Dingen herstellen. Hinstellen. Also Struktur hat keine Energie. Ah, Windturbine wird bald gebaut. Dann haben wir nachts auch wieder ein bisschen mehr Energie. Weil Wind hätten wir genug. Nur als andere nicht. So, Metallprozessor. Metallprozessor und einen für Biomasse. Dankeschön. Jetzt wird es langsam Tag und dann sollte unsere Energie kommen. Dann sollte hier auch gleich alles noch der Rest gebaut werden. Ein bisschen Speed. Und jetzt sollte wieder Strom kommen. Ja, sehr schön. Ich muss mal ganz kurz eben was Bescheid sagen. So. Gut. Überleben erreicht. Schauen wir direkt mal rein. Jawohl. Sehr schön. Das hat doch schon mal geklappt. Überleben. Der erste Meilenstein ist erreicht. Bauteile wurden gebaut. Tisch wurde gebaut. Und wir machen wieder ein bisschen langsamer. Weil das wird jetzt gebaut. Wieso wird als erstes der Prozessor gebaut? Der hier. Bioplastikprozessor wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Was wichtig ist, ist eher, dass der endlich mal gebaut wird. Wasserspende ist gebaut. Jetzt Leute, holt euch Wasser. Jetzt könnt ihr nicht mehr verdursten eigentlich. Beeilt euch mal ein bisschen. So, der Energiespeicher ist voll. Wir werden noch einen zweiten bauen. Erstmal mal suchen, wo man das hier hinstellen kann. Wir machen nur eine Verbindung. Es ist zwar mal relativ blöd, eine Verbindung zu machen, aber im Nachhinein schon besser. Oh. Du hast jetzt alle Strukturen, die du brauchst, um deine Kunden zu unterhalten. Sehr schön. Autarki. Wir könnten jetzt eigentlich theoretisch es schaffen. So, gucken wir doch einmal den Meilenstein. Haben wir neun? Ne, den hatten wir schon. Jetzt fehlt uns noch Expansion. Dann haben wir die ersten drei leichten. So. Die kriegen nach und nach neues Wasser. So, entweder verdurstet uns jetzt alles, wobei ein paar sehen nicht so aus, als ob sie verdursten, sondern eher als ob die in Schlaflosigkeit leiden. Ja, er könnte noch verdursten. Nur einen gemacht. Der stört mich, dass der jetzt so viel säuft und die anderen nicht dran lässt. Was wir da allerdings mal eben abhelfen können, ist, wir bauen hier einen zweiten. Damit können wir nämlich auch mehrere bauen. So. Okay, wir sind Autarki, das heißt, wir haben jetzt... Haben wir keinen Biologen? Du hast zwei Biologen, warum arbeiten die nicht? Dann kriegen wir doch kein Essen. Ja, und wir haben auch alles rechtzeitig fertig gekriegt, weil jetzt kommt nämlich die Zeit, wo wir so viel gebaut haben, dass wir keine Materialien mehr haben. Und
erstmal produzieren müssten. Unter anderem Nahrung. Da machen wir Heilpflanzen. Da machen wir nur Nahrung, aber dafür halt langsam. Brauchen wir nicht so viel Wartung. Hier haben wir Erbsen, das geht schnell. Brauchen wir viel Wartung. Und da kriegen wir Stärke durch. Und das ist alles nur Nahrung. Nahrung ist momentan das Wichtigste. Stärke halte ich, werden wir gleich auch noch mal pflanzen. Aber wahrscheinlich auch etwas lang erhaltender. So, aber dafür brauchen wir die Biologen. Aber noch scheinen wir 15 Mahlzeiten zu haben. Das geht noch. Ich hoffe, dass jetzt... Der braucht Wartung. Der hat auch was zu trinken. Und die sehe ich jetzt nicht. Bei denen, die sind einfach nur müde. Das kommt dann gleich. Jetzt haben wir auch den zweiten. Der ist ja so topfit. Der Ingenieur. Und haben wir da schon welche drin? Nein. Gut, sieht aber für den ersten Anfang ganz gut auf. Ich denke, hier können wir ganz gut drauf aufbauen. Wir haben jetzt wirklich jede Art von Rohstoff erstmal richtig verballert. Ihr seht, hier liegt kein Eisen mehr. Hier liegt noch ein bisschen Bioplastik, aber keinerlei Eisen mehr. Zwei Stück hätten wir noch. Da liegt... Nein, zwei könnten da noch liegen. So, langsam geht die Energie. Ja, die Energie scheint auch zu reichen für die ersten Nächte. Dann würde ich sagen, diese Folge war ein bisschen kürzer. Ob wir es schaffen, dass diese, diese Kolonie diesmal überleben wird, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.